tatsächlich könnten die meisten Probleme auch einfach mit Google gelöst werden, aber ich kümmere mich trotzdem gerne drum. ChatGPT kann schon viel, was ich wahrscheinlich noch nicht kann, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass es viel intelligenter ist als ich. Also ich persönlich würde mich auch eher als introvertiert bezeichnen. Ich spiele schon gern Computerspiele. Liegt ja auch nah. Man beschäftigt sich in Informatik mit Computern. Wieso nicht Computerspiele spielen? Hi, ich bin Annelie und ich studiere im ersten Semester Master Informatik. Ich bin Faye, ich benutze die Pronomen sie, er und ihr Sein, im Englischen they, them, und ich studiere im sechsten Fachsemester Medieninformatik. Ich heiße Paul Franitzer und studiere Diplom-Informatik im fünften Semester. Mein Name ist Eric Wolf und ich studiere im fünften Semester Bachelor Informatik. Ich heiße Laura und ich studiere den Bachelorstudiengang Medieninformatik im ersten Semester. Ich bin Armin Wolf und ich studiere Informatik hier an der TU Dresden. 01001001011001 heißt Hi. Lernt ihr Binärcode? Wir lernen das, aber du müsstest mir jetzt noch zusätzlich sagen, welche DIN-Norm das ist, ob das ASCII-Code ist, damit ich dir sagen könnte, was du mir gerade gesagt hast. Das ist auch ein sehr wichtiger Teil, weil ja irgendwie alles gefühlt aus Binärcode aufgebaut ist. Wir lernen Binärcode, aber so schnell bin ich nicht. Wir lernen ausführbaren Code, wir lernen, wie man zum Beispiel Text encodieren kann. Es gibt viele Binärcodes und wir lernen auch einige davon. Wer Informatik studiert, muss gut in Mathe sein, oder? Ja, würde ich definitiv sagen. Ich glaube, ganz viele Leute unterschätzen, wie hoch der Matheanteil doch im Informatikstudium ist. Aber wer Mathe liebt, der wird wahrscheinlich auch an der Informatik Spaß haben. Meine Mathe-Noten sagen, glaube ich, was anderes. Aber es ist durchaus hilfreich, ein bisschen Kenntnis in Mathe zu haben. Und es ist definitiv sehr viel Mathe im Studium. Das kommt auf die Definition von gut an. Ich glaube, ich war ausreichend genug gut. Man muss kein Mathe-Genie sein, um in Informatik gut zu sein. Aber man muss auf jeden Fall Mathe schon ordentlich beherrschen können. Man muss jetzt nicht unbedingt gut sein. Allerdings, vor allem, wenn man Bachelor studiert, gibt es in den ersten drei Semestern relativ viel Mathe. Also es ist jetzt nicht sehr kompliziertes Mathe, aber man sollte keinen Panikanfall bei einer Matrix kriegen. Informatikstudierende sind von Natur aus eher introvertiert, oder? Würde ich jetzt nicht unbedingt verneinen, aber ich würde dem auch nicht 100% zustimmen. Informatikstudierende sind tatsächlich auch nur Menschen und dementsprechend auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht so den einen Stereotyp, den man immer anwenden könnte. Kann man, glaube ich, nicht so festmachen. Ich persönlich bin introvertiert, aber andererseits nehmen mich Leute auch irgendwie extrovertiert wahr. Ich glaube, ich zähle eher zu extrovertierteren Personen, aber ich glaube, zum Stereotyp gehört das irgendwo dazu. Das ist natürlich ein verbreitetes Stereotyp. Allerdings, wir bei uns im Informatik-Fachschaftsrat machen auch oft gemeinsame Aktionen, zum Beispiel Spieleabende, irgendwelche Wanderungen. Hast du schon mal jemanden gehackt? Das sind Gefilde, in die ich mich nicht begebe. Nein. Nein, höchstens auf Instagram gestalkt. Mit genug Research lässt sich alles machen. Nein. Und deswegen darf ich es nicht sagen. Hacken ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Kunst für sich. Ich glaube, man lernt viel, was man auch gebrauchen könnte, um Leute zu hacken. Aber es gibt jetzt keinen Kurs Hacken oder so. In deiner Freizeit zockst du am liebsten, oder? Das möchte ich jetzt nicht direkt abschreiten. Aber ich spiele schon gern Computerspiele. Nein, tatsächlich nicht. Ich glaube, da unterscheide ich mich aber von vielen. Also ich glaube, ganz viele Leute zocken tatsächlich super gerne, was ja auch verständlich ist. Das würde ich jetzt auch nicht so unterschreiben. Ich zocke gern, aber ich mache zum Beispiel auch Hochschulpolitik oder spiele Dungeons & Dragons, was natürlich wieder ein anderes Klischee ist. Also dementsprechend so halb. Hast du es schon mal mit An- und Ausmachen versucht? Tatsächlich sitzt das Problem leider meistens vor dem Computer. Ich möchte mich da auch nicht ausnehmen. Aber ja, habe ich. Oft wahrscheinlich die einfachste, aber auch beste Lösung für viele informatische Probleme. Funktioniert in ungefähr 70% der Fällen. Selbstverständlich, ist immer der erste Schritt. Leute, schaltet euer Gerät erstmal aus und dann wieder an und dann funktioniert in 50% der Fällen schon wieder. Und wie oft hörst du die Frage, kannst du mal nach meinem Computer schauen? Sehr, sehr oft, vor allem in meiner Familie. Ich glaube, nachdem ich jetzt Informatik studiere, bin ich die IT-Frau in der Familie, was sehr nervt, wenn meine Mutter jeden Tag anruft und fragt, wie man dann einen Screenshot macht. Diese Frage ist natürlich sehr abhängig vom, ich sag mal, vom Umfeld, von anderen Studierenden eher weniger. Allerdings, vor allem im familiären Umfeld, höre ich das sogar relativ häufig. Nicht nur am Computer, auch mit Routern, vor allem Druckern. Die meistgestellte Frage aus meiner Familie, seitdem ich dieses Studium angefangen habe. Du sitzt die ganze Zeit vorm Bildschirm, oder?
Nein, also ich gehe zum Beispiel sehr gerne in der Sächsischen Schweiz wandern. Mit dem Semesterticket kommt man da immer sofort hin. Natürlich sitzen wir tendenziell schon viel vor dem Bildschirm. Das bedeutet nicht, dass wir den ganzen Tag nur vor dem Computer sitzen. Man kann auch viel Informatik mit Blatt und Papier machen. Ich schreibe eigentlich alles auf meinem Tablet und auch viel an meinem Laptop. Ich hatte zum Beispiel, ich studiere Medieninformatik, ein ganzes Modul, in dem ich prinzipiell gebastelt habe, weil es ein Gestaltungsmodul war. Aber im Alltag sitze ich sehr viel vor dem Bildschirm, klar. Kann ChatGPT jetzt schon besser coden als du? In den Programmiersprachen, die ich nicht beherrsche, ja. ChatGPT kann schon viel, was ich wahrscheinlich noch nicht kann, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass es viel intelligenter ist als ich. Es hat nur mehr Wissen zur Verfügung. Ich bin super furchtbar im Coden, deshalb würde ich das jetzt wahrscheinlich sogar bejahen. Aber ich glaube, auch ChatGPT muss noch ein bisschen lernen. Ich vermute eher nicht. Ich meine, ein Haus zu bauen ist was anderes als ein Haus zu designen. Windows, Mac oder Linux? Persönlich Mac, aber ich verurteile niemanden. Wenn man sich aber sehr viele Qualen ersparen will, glaube ich, ist Linux einfach der way to go. Windows. Linux, wegen der freien Software. Hast du schon eine eigene App programmiert? Ich habe noch keine eigene App programmiert, aber ich habe schon an diversen anderen Programmen mitgeholfen und auch selber versucht zu programmieren. Zum Beispiel hatten wir ein Projekt an der Uni, also ein Software-Technologie-Projekt, wo wir eine Apothekensoftware als Gruppe programmiert haben. Das war ziemlich cool. Ich glaube, das war tatsächlich im ersten Semester des Studiums so eine Sache, die wir gemacht haben, dass wir mit Android Studios eine ganz simple App programmiert haben. Also jein, wirklich funktionsfähig war sie nicht. Und das war's mit dieser Folge der Sitzgelegenheit. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der Endcard findet ihr oben noch die letzte Folge des Formats mit Studierenden der Verkehrswissenschaften und darunter ein weiteres Video der TU Dresden. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.